Chouard Etienne. Hat gewählt. Wen haben Sie gewählt? Das darf ich nicht fragen, ich weiß. Ich habe mit Nein gestimmt. Nein? Ja. Sie haben nicht gewählt, sondern abgestimmt. Ja. Etienne Chouard, die Reaktion dieser Schweizerin ist interessant, dieser Urnengängerin, Wahlberechtigten. Ja. Wählerin. Ihre Forderung hat sich nicht durchgesetzt. Sie hat verloren. Aber sie ist trotzdem zufrieden. Sie empfindet das sogar als einen Sieg, dass sie abstimmen konnte, zählt für sie mehr als die Erfüllung ihrer Forderung. Ja, weil sie die Initiative ergreifen konnte, das ist ihr wichtig. Etienne Chouard ist Lehrer für Wirtschaft und Recht. Seit 2005 setzt er sich für die Einführung von Referenden auf Initiative von Bürgern in Frankreich ein und für die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Also, bei einem Referendum, wie es zumeist verstanden wird, haben die Bürger die Wahl zwischen zwei vorgegebenen Alternativen. Ja und nein. Die Initiative zur Abstimmung geht nicht vom Volk aus. Das fehlt uns heute. Das Wort Initiative hört man kaum, nur die Abkürzung RIC. Genau. Man spricht von Volksabstimmung, aber der Aspekt der Initiative geht verloren, obwohl sie im Zentrum von RIC steht. Die Initiative geht nicht von der Politik, sondern von den Bürgern aus. Ja, absolut. Abstimmungen auf Initiative der Bürger sind demokratische Prozesse innerhalb eines nicht-demokratischen Institutionengeflechts. Fast hätte ich antidemokratisch gesagt. Denn Sieyès in Frankreich oder Madison in den USA, die Gründerväter der Institutionen der repräsentativen Demokratie, haben das Volk außen vor gelassen. Und zwar bewusst. Frankreich ist keine Demokratie und wird es nicht sein können, sagte Sieyès. Sieyès bezog sich damit auf Rousseau, dessen Schriften er gut kannte. Rousseau schreibt im Gesellschaftsvertrag: Wie soll eine blinde Masse, die oft nicht weiß, was sie will, da sie nur selten weiß, was ihr gut tut, von sich aus ein so großes, schwieriges Unternehmen wie die Gesetzgebung durchführen? Von sich aus, schreibt Rousseau weiter, will das Volk immer das Gute. Nur kann es das Gute nicht immer erkennen. Der allgemeine Wille ist stets gut, aber dem Urteil, das es leitet, fehlt es oft an Aufklärung. Gegen die Volksinitiative kann man 1000 Einwände vorbringen und unterschiedliche Fragen aufwerfen. Ich möchte, dass wir uns auf eine konzentrieren. Wie kann der von Rousseau vorgebrachte Einwand überwunden werden? Nachdem das Volk Aufklärung braucht? Die Bürger Aufklärung brauchen, damit sie wählen können. Genau diese Überlegung stellen ja die Gelbwesten an. Sie fordern die Einführung der Volksinitiative mit der Vorgabe, wenn 50.000 Unterschriften vorliegen, können die Bürger eine Volksinitiative auf den Weg bringen. Im Rahmen eines Referendums wird dann abgestimmt. Die Vertreter der Gelbwestenbewegung stellen darüber hinaus Überlegungen zu zwei grundlegenden Aspekten einer gut durchdachten Volksinitiative an. Erstens der Zeitraum, der zwischen der Initiative und der Abstimmung liegen soll. Was passiert in dieser Zwischenzeit? Zuerst geht es einmal um den Zeitraum. Er muss lang genug sein, damit sich alle Bürger informieren können. Diejenigen, die die Initiative auf den Weg bringen, wissen, worum es geht. Aber alle anderen, die darüber abstimmen sollen, sind mit dem Thema in der Regel nicht vertraut. Deshalb darf die Abstimmung nicht zu schnell erfolgen. Zwischen Initiative und Abstimmung sollten 6 Monate bis 1 Jahr vergehen, je nach Komplexität der Frage. Der Zeitraum könnte von den Initiatoren selbst oder von einer Kammer festgelegt werden. In dieser Zeit sollen die Bürger die Möglichkeit haben, sich näher mit dem Thema zu befassen. Das heißt, es muss Möglichkeiten geben, sich zu informieren. Innerhalb dieser Vorbereitungszeit, die der Meinungsbildung dient, muss es Angebote geben, Konferenzen, Informationsveranstaltungen, in denen die Argumente pro und contra dargelegt werden. Es muss eine Kontroverse geben. Die Kontroverse ist sehr wichtig. Gute demokratische Institutionen sind meines Erachtens verpflichtet, Streitgespräche zu organisieren. Diskussionen zwischen Personen, die gegensätzlicher Meinung sind.
Sie haben die Pflicht, sich öffentlich über ihre Standpunkte auszutauschen. Denken wir zurück an 1969, an das von de Gaulle initiierte Referendum. Offiziell ging es dabei um die Senats- und Regionalreform. Aber im Grunde um de Gaulle. Ja, er hat den Ausgang des Referendums von seinem Verbleib oder Rücktritt als Staatspräsident abhängig gemacht. Ein derartiges Referendum ist im Grunde wertlos. Denn die Wähler stimmen nicht über die Sache ab, sondern über den Politiker, der die Frage gestellt hat. Sie formulieren hier einen Vorwurf gegen die Volksinitiative, der eher zu einem Referendum, das von oben ausgeht, passt. Denn wenn ein Herrscher sich durch ein Referendum ans Volk wendet, dann steckt dahinter oft eine Art von Cäsarismus. Das heißt, ein Alleinherrscher macht sich dieses Verfahren zunutze, um sich auf direktem Wege Legitimität zu verschaffen. Er stellt die Frage so, dass die Wähler nur mit Ja antworten können. Der hohe Anteil an Ja-Stimmen erlaubt es ihm dann, wie damals Napoleon III., ich habe meine Zahl erreicht, eine freiheitsfeindliche Politik zu betreiben. Auf eine Volksinitiative trifft das aber überhaupt nicht zu. Denn die Initiative geht ja nicht von oben aus, sondern von unten, von unzähligen Menschen. Es gibt also keinen Grund für oder gegen eine Person zu stimmen. Der von Ihnen vorgebrachte Einwand gilt meiner Meinung nach also nicht für die Volksinitiative. Sie sprechen vom Volk, nicht von den Bürgern. Das ist für mich das Gleiche. Ja? Ja, absolut synonym. Ich weiß, dass darüber gestritten wird, aber das ist völlig unnötig. Also Volk und Bürger sind identisch? Ja. Ingrid Levavasseur wurde von den Medien lange Zeit als eine oder die Wortführerin der Gelbwestenbewegung dargestellt. Kennen Sie sie? Guten Tag, Etienne. Nein, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Ah ja, freut mich sehr. Ingrid, könnten Sie uns kurz über Ihren Weg berichten und die Stolperfallen auf diesem Weg? Sie waren von Anfang an bei den Gelbwesten dabei. Eines Tages sah man Sie auf dem Fernsehsender WFM und das war zu Ihrem Unglück ein voller Erfolg. Genau. Warum? Ich war von Anfang an dabei, ab dem 17. November. Ich wollte mit den anderen demonstrieren, denn ich wollte, dass sich etwas ändert. Die ursprüngliche Gelbwestenbewegung also? Ja. Am 17. November? Ja. Ja, am 17. November habe ich mit anderen mir damals unbekannten Gelbwesten eine Mautstelle blockiert. In der Normandie? Es lief gut und ich dachte, es würde nur diese eine Demonstration geben. Aber am nächsten Tag machte ich weiter. Wie alle anderen auch? Ja, es entstand eine gewisse Solidarität. Eine Art Verbrüderung. Ich wurde gefilmt, an diesem Abend an der Mautstelle und die folgende Woche immer wieder. Ich habe dann schließlich ein bisschen die Rolle der Wortführerin übernommen, für alle, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. In einer prekären Situation, als Krankenpflegerin. Sie sind Krankenpflegerin. Und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Alleinerziehend, Krankenpflegerin, zwei Kinder. Genau. Das ist Ihre Lebenssituation. Mein Alltag ist hart, ich muss viel arbeiten und will einfach gut davon leben können, in Würde. Mich hat die Prekarität auf die Straße getrieben. So wie viele andere. Ja, genau. Ich bin also vorangegangen und wollte damit der Bewegung dienen. Als Sprecherin. Ich habe das aus Überzeugung getan, aber das hat nicht allen gepasst. Ich wurde öffentlich angegriffen, weil ich die Bewegung besser strukturieren und organisieren wollte, damit sie sich weiterentwickeln kann. Doch ich wurde in meinem Elan gebremst. Ja. Heute gehören Sie nicht mehr zu den Gelbwesten? Ich habe die Bewegung verlassen, aber ich stehe immer noch zu den ursprünglichen Forderungen. Mehr Kaufkraft, mehr Chancengleichheit. Verspüren Sie keine Bitterkeit, wenn Sie daran denken, dass die Bewegung Sie als Wortführerin verstoßen hat? Nein, ich verspüre keine Bitterkeit. Ebenso wenig wie Hass oder Wut. Ich sage mir, wenn die Dinge so gelaufen sind, dann hatte das einen Grund. Ich werde mich anderweitig engagieren und das, was war, akzeptieren. Etienne, lag der Fehler der Gelbwesten vielleicht darin, dass sie die Macht nicht an sich gerissen haben, im Namen der Demokratie, sondern nur die Rolle ausfüllten, die für sie vorgesehen war, im Rahmen der Institutionen, die sie doch eigentlich ablehnen? Es ist ja noch nicht vorbei. Dass es bei Ingrid so gelaufen ist, liegt meiner Meinung nach daran, dass es noch zu früh war, um die Bewegung nach außen zu vertreten.
Die Gelbwesten sind auf die Straße gegangen, weil sie die Arbeit der Regierung ablehnten und das Gefühl hatten, verraten zu werden. Um etwas gebracht zu werden? Nein, verraten. Übergangen zu werden? Ja, und verraten. Seit Jahrzehnten. Sie gingen auf die Straße mit der Vorgabe, wir wollen keinen Vertreter, keinen Politiker, der für uns spricht. Wir möchten selbst über unsere Zukunft entscheiden. Das ist nachvollziehbar, absolut legitim und bildet die beste Basis für einen verfassungsgebenden Prozess. Es ist absolut richtig, unseren Institutionen mit einem gewissen Misstrauen zu begegnen. Wir müssen aber dahin kommen, dass wir Institutionen haben, denen wir nicht misstrauen müssen, sondern vertrauen können. Die Gelbwesten wollten sich also selbst vertreten und sie wollen es immer noch, denn sie haben ihre Arbeit noch nicht beendet. Sie wollen ihre Vertreter selbst bestimmen, immer wieder von neuem. Sie wollen selbst bestimmen, wer sind unsere Vertreter und welches Mandat geben wir ihnen. Sollen unsere Vertreter Gesetze vorbereiten und wir stimmen denn darüber ab? Oder entscheiden sie in unserem Namen, wie die Abgeordneten heute? Und wie können wir sie kontrollieren und zur Rechenschaft ziehen, wenn wir nicht zufrieden sind? Gut, aber die Frage der Vertretung der eigenen Interessen ist absolut essentiell. Wir sollten alle so verfahren. Wir sollten uns alle fragen, ob unsere Vertreter unsere Interessen richtig vertreten. Wir brauchen Repräsentanten, aber es ist angebracht und legitim, sie zu hinterfragen. Darauf kommen wir zurück, wenn wir über den Aspekt des Referendums zur Amtsenthebung sprechen. Das ist nur ein Aspekt. Ja. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln, wie sich die Bürger entscheiden. Doch es liegt an Ihnen, an uns allen, über die Art und Weise unserer Vertretung selbst zu entscheiden. Das ist Raymond Aron, der Philosoph und Soziologe. Ich würde gerne wissen, was Sie davon halten. Ende 1932 sprach Aron mit dem stellvertretenden Staatssekretär des Außenministeriums, nachdem er in Deutschland das sich anbahnende Unheil miterlebt hatte. Er war sehr pessimistisch und beschrieb die Lage in Deutschland als die Hölle. Joseph Paganin, der stellvertretende Staatssekretär, fragte daraufhin, was raten Sie mir, was soll ich tun? Und Aron war das erste Mal in seinem Leben sprachlos. Und er hat sich danach geschworen, dass ihm das nie wieder passieren sollte. Daher sein Grundsatz, wir müssen uns immer in die Regierenden hineinversetzen. Eine Aussage, die später oft als Verteidigung bestehender Ordnung herangezogen wurde. Vielleicht können die Gelbwesten Arons Grundsatz nachvollziehen, denn wenn man die Macht übernehmen will, muss man wissen, was möglich ist. Was halten Sie, Ingrid Levavasseur, von dieser Aussage? Wir müssen uns stets in die Regierenden hineinversetzen. Genau das hat man mir vorgeworfen. Auch ich habe gesagt, wir müssen uns in diejenigen, die uns regieren, hineinversetzen. Das habe ich öffentlich erklärt und gesagt, ich glaube nicht, dass sie alle Probleme der Welt in so kurzer Zeit lösen können. Sie können nicht alles retten, was in den letzten 40 Jahren kaputt gemacht wurde. Ich wurde beleidigt und als Makronistin beschimpft, nur weil ich sagte, wir müssten uns in ihre Lage hineinversetzen. In einer Regierung gibt es unterschiedliche Menschen und jeder sieht die Dinge auf seine Art und Weise, auch wenn sie nach außen hin die Linie ihrer Partei vertreten. Der Einzelne kann nichts verändern, was ich persönlich bedauernswert finde. Ich habe es versucht. Und auch das wurde mir vorgeworfen, aus einem Misstrauen heraus. Wie sehen Sie, Etienne, diese unglücklichen Entwicklungen? Denn hinter all dem steht doch ein ehrenwertes Vorhaben. Nun, das erinnert mich an den Satz, dieselben, die dem Volk die Augen ausgestochen haben, werfen ihm dann seine Blindheit vor. Wir werden seit Jahrzehnten nicht gut vertreten, seit Ewigkeiten. Deswegen misstrauen wir unseren Vertretern und sehen überall Verrat. Wir lehnen uns auf, angetrieben vom Misstrauen gegenüber allen Formen der Vertretung. Und wenn sich dann jemand mit den besten Vorsätzen als unser Vertreter, unsere Vertreterin hervortut, dann jagen wir ihn oder sie davon. In diesem Fall auf äußerst brutale Art und Weise. Und das ist inakzeptabel. Aber es ist nachvollziehbar und alles andere als schlimm. Das geht natürlich nicht gegen Sie. Man merkt, dass es Ihnen nicht widerfahren ist. Nun, auch ich. Auch Sie haben Ihre Dosis Beschimpfungen abbekommen. Ja, aber ich kann dieses Verhalten nachvollziehen, wenn ich es von außen, aus der Distanz betrachte. Menschen, die sich auflehnen, tun nicht nur Gutes, sie machen auch Dummheiten. Die Gelbwesten machen sich bei jeder Aktion Gedanken darüber, wie eine gute Repräsentation nach außen aussehen könnte. Das braucht Zeit. Ingrid wollte diese Rolle mit guten Absichten einnehmen. Aber wahrscheinlich war es einfach dafür zu früh. Das ist schade, aber wir sollten unsere Lehren daraus ziehen. Sie sagen also, dass die Gelbwestenbewegung sich politisieren wird, dass sie in das System einwandern wird?
Ja, da bin ich sicher. Ich auch. Entschuldigen Sie, ich würde gerne Ingrid dazu hören. Ich denke auch, dass sich die Bewegung politisieren wird. Es gibt schon heute Stimmen innerhalb der Bewegung, die sagen, wenn ich mir mehr Zeit gelassen hätte, ja, dann hätte es klappen können. Dann wäre es besser gelaufen. Ich bin heute kein Gegner der Gelbwesten, obwohl ich wirklich auf brutale Art und Weise ausgeschlossen wurde. Ich stehe nach wie vor zu den ursprünglichen Forderungen. Ich stehe immer noch hinter der Bewegung, obwohl mich einige Dinge stören. Es ist eine großartige Bewegung, die viel erreichen kann. Und auch ich denke, dass sich die Bewegung politisieren wird, dass die Anhänger im Laufe der Zeit verstehen werden, dass man das System von innen heraus verändern muss. Solange die Gelbwesten sich keinen Zugang zum politischen System verschaffen, wird es in der Politik, und genau das stört sie, immer Menschen geben, die sich das Recht herausnehmen, in ihrem Namen zu sprechen. Nicht alle Politiker. Hören wir jetzt einen von Ihnen, den Urheber eines Gesetzesvorschlags vor der Nationalversammlung für eine bestimmte Form der Volksinitiative. Jean-Luc Mélenchon, der, das müssen wir fairerweise erwähnen, uns diese Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Er hätte dafür etwas verlangen können, aber er hat es nicht getan. Et dans cette Constitution, vous ferez rentrer les droits sacrés. Qui sont dorénavant ceux de la liberté individuelle. Mais surtout, vous devez veiller à conserver votre pouvoir en permanence, parce que dans cette Constitution, je proposerai qu'on y introduise le référendum révocatoire, qui donne la possibilité au peuple de révoquer un élu à partir du moment où il a recueilli le nombre suffisant de gens qui le demandent. Ein Referendum zur Amtsenthebung eines politischen Repräsentanten. Denken wir kurz über diese Dimension der Volksinitiative nach. Stellen wir uns vor, ein solches Amtsenthebungsreferendum sei Realität. Sie sind Abgeordnete. Wunderbar. Doch dann treffen Sie eine Entscheidung, die 52% der Bürger missfällt. Die Bürger entscheiden dann, nach 6 Monaten und den gängigen Verfahren, Sie durch ein Referendum Ihres Amtes zu entheben, weil Ihnen Ihre Entscheidung nicht gefallen hat. Glauben Sie, dass ein solches System die Demokratie stärkt? Natürlich. Natürlich. Und Sie, Ingrid? Ich bin mir nicht sicher, das ist für mich tatsächlich der Knackpunkt bei der Volksinitiative. Ich befürchte, dass es ein ständiges Hin und Her geben wird. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Ich war Elternbeiratsvorsitzende einer Schule. Sie denken jetzt vielleicht, das ist etwas ganz anderes. Nein, gar nicht. Bei den Entscheidungen im Elternbeirat sind die Eltern direkt betroffen, denn es geht um ihre Kinder. Es geht um Aktivitäten, Ferien, um die Organisation. Ein solches Gremium vertritt die Angelegenheiten der Eltern. Doch in unserer Schule haben sich nur knapp 10% in diesem Gremium engagiert. Und es waren immer die gleichen. Ich befürchte, dass es mit Volksinitiativen genauso sein könnte. Denn vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist es egal, was passiert. Sie wollen nicht ständig Entscheidungen treffen. Nein, so ist das nicht. Ich habe das so verstanden. Ich sehe in meinem Umfeld viele Menschen, die nicht ständig in Entscheidungsprozesse involviert sein möchten. Und ich frage mich, ob dann nicht immer die gleichen aktiv werden. Und die Amtsenthebung... Gestatten Sie, Etienne, dass ich die Ausführungen von Ingrid Levavasseur kurz auf Rousseau übertrage. Er schrieb im Gesellschaftsvertrag, nur ein Volk aus Göttern würde sich demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung entspricht den Menschen nicht. Warum fügt Rousseau seinem Gesellschaftsvertrag diese Einschränkung hinzu? Weil er davon ausgeht, dass kein Mensch sich kontinuierlich dem öffentlichen Leben widmen kann. Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, sich um die Kinder kümmern und auch einmal an sich denken, sich etwas Gutes tun. Jeder von uns hat beide Seiten, die öffentliche und die private. Und nicht jeder engagiert sich. Wirkt ein Amtsenthebungsreferendum, unabhängig davon, dass es vom guten Willen des Volkes abhängt, nicht auch die Gefahr, dass die Wähler ständig Bürgerpflichten erfüllen müssen?
Nein, so ist das nicht. In den Ländern, in denen es diese Möglichkeit gibt, kommt es nur selten zu Amtsenthebungsverfahren. Die gewählten Vertreter wissen, dass sie abgewählt werden können. Und schmeicheln deshalb den Wählern? Nein, ganz und gar nicht. Sie werden zu Demagogen? Nein, ganz und gar nicht. Ja, Politiker und Abgeordnete sind oft Demagogen. Aber warum sollte es diese Gefahr nur bei einer Volksinitiative geben und nicht bei einer gewöhnlichen Wahl? Wenn man mir schmeichelt, fühle ich mich getäuscht. Nein. Ein gewählter Vertreter, der befürchten muss, beim ersten Fehltritt abgesetzt zu werden, wird sein Volk hofieren. Aber nein, er wird einfach nur in dessen Interesse handeln. Und wenn er das nicht mehr tut, dann muss er eben gehen. So wie jeder Angestellte, der seine Arbeit nicht gut macht. Es ist erstaunlich, dass Sie das anders sehen. Ein gewählter Vertreter ist kein Angestellter. Aber sicher. Unsere politischen Vertreter sollten unsere Angestellten sein. Genau diese Vorstellung muss sich durchsetzen. Sie sind es nicht, aber sie sollten es sein. Wir brauchen Repräsentanten. Menschen, die dem Gemeinwohl dienen. Die den Willen der Allgemeinheit kennen und ihm ihren eigenen Willen unterordnen. Sie müssen unseren Interessen dienen. Und wenn wir der Meinung sind, dass sie das nicht tun, dann müssen wir die Möglichkeit haben, uns von ihnen zu befreien. Es bedarf keiner weiteren Sanktionen. Sie müssen einfach gehen. Sind Sie auch für Volksgerichte? Nein. Oder sagen wir, es kommt darauf an. Wenn jemand einen schweren Verrat begangen hat, muss es die Möglichkeit geben, ihn zu verurteilen. Warum nicht? Was ich sagen will, wenn die gewählten Vertreter wissen, dass sie abgesetzt werden können, werden sie sich besser verhalten. Und dann können sie auch bleiben. Sehen Sie das auch so, Ingrid? Moment bitte, ich würde gerne Ingrids Meinung dazu hören. Wird jemand, der weiß, dass er abgesetzt werden kann, sich besser verhalten? Ja, sicher. Oder führt das doch eher dazu, dass derjenige die Bürger hofiert? Aber nein, es geht um das Gemeinwohl. Ich denke vor allem an diejenigen, die wählen müssen. Nicht so sehr an die Gewählten, sondern an die Wähler. Nehmen wir an, wir seien in den Vereinigten Staaten, bei einer Abstimmung über das Waffengesetz. In Europa wäre das undenkbar, aber versetzen wir uns einmal in die USA. Sind da nicht der Propaganda Tür und Tor geöffnet? Der Propaganda, um die Wähler auf die eine oder andere Seite zu ziehen? Das ist meine größte Befürchtung. Denn in den sozialen Netzwerken werden heute üble Dinge verbreitet. Im Fernsehen sieht man alles Mögliche. Und ich befürchte, dass die Wähler beeinflusst und in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Gehen Sie möglicherweise von einem idealen Wähler aus, den es real gar nicht gibt? Denn die Wähler stehen doch immer unter dem Einfluss der Medien. Das ist genau der Punkt, über den ich vorhin noch hatte sprechen wollen. Ich sprach davon, dass zwischen der Initiative und der Durchführung des Referendums ein Zeitraum liegen muss, der lang genug ist für Kontroversen. Dabei spielt auch, und das ist der zweite Punkt, die Unabhängigkeit der Medien eine große Rolle. Auch dafür setzen wir uns bei der Forderung nach der Einführung der Volksinitiative ein. Denn es kann nicht sein, dass alle Zeitungen Frankreichs in der Hand von 9 Milliardären sind, im Besitz von 9 Personen sind. Das ist problematisch. Ich kenne diese Argumente. Die Volksinitiativen führen auch in der Schweiz nicht zu befriedigenden Ergebnissen, weil auch dort die Medien in wenigen Händen sind. Und die mächtigsten Parteien, die Parteien der Milliardäre, Initiativen einbringen, die nicht dem Allgemeinwohl dienen. Im Rahmen von Volksinitiativen kann es zu Missbrauch kommen. Aber man kann dem über Institutionen entgegenwirken. Etienne, ich bin untröstlich, aber das Ende unserer Diskussion nähert sich unbarmherzig. Schade. Jedes Ende ist auch ein Anfang. Sie kennen sicher die Geschichte um die Abtei Thelem bei Rabelais in Gargantua und Pantagruel. Das ist der einzige Einwand, den ich hier noch machen möchte. Rabelais beschreibt das Leben in der Abtei Thelem, in der es nur eine Regel gibt: Tu, was du willst. Das klingt für uns wunderbar. Tu, was du willst. Nicht unbedingt. Zu viel individuelle Freiheit beschränkt die allgemeine Freiheit. Das sagen Sie? Ja, ebenso wie Rousseau. Erst wenn wir die Beschränkung unserer Freiheit akzeptieren, wird Freiheit für alle möglich sein. Tu, was du willst. Bei Rabelais funktioniert das. Warum? Weil bei Rabelais alle gebildet, kultiviert, bewandert, gläubig sind und stets das Allgemeinwohl verfolgen, dann kann es funktionieren. Ja, das ist eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung. Aber es braucht Institutionen, die dem Ganzen in der Realität Halt verleihen. Man darf den Menschen nicht alle Freiheiten lassen.
Darf man nicht? Nein. Kommen Sie. Ja, denn die Freiheit übervorteilt den Stärkeren, der den Schwächeren ausnutzt und missbraucht, wenn man ihn gewähren lässt. Treten wir also ein in die Abtei von Telem. Nein, das geht nicht. Ich dachte... Ah, doch. Entschuldigen Sie, ich gehe vor. Kommen Sie. Kommen Sie, Etienne. Es ist schön hier. Warum sich beschimpfen, nur weil man nicht einer Meinung ist? Zwischen Menschen guten Willens ist der Dialog doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Demokratie ist unser Weg zum Gemeinwohl und die Reflexion über die Bedingungen der politischen Freiheit für uns Bürger eine grundlegende Frage. Wenn wir die Demokratie erneuern wollen, reicht es nicht aus, die Institutionen zu ändern. Es geht auch darum, Meinungsverschiedenheiten in Szene zu setzen, mit dem Ziel, die Ansichten und Auffassungen zu verändern.